Es begann vor einem Jahr, als ein paar Studienfreunde beschlossen, die von ihrer Deutschlehrerin erhaltene Aufgabe im Videoformat zu verwirklichen. So ist das Projekt Episch Deutsch entstanden. Heute stellt es sich als eine überaus unterhaltsame Lern- und Übungsressource dar. Und unser neuer Traum ist, eine Lernserie über das Studentenleben zu drehen. Denn so etwas gab es im russischen Mediensegment noch nie. Unser eingespieltes Team wird von einer erfahrenen Deutschlehrerin an der namhaften russischen Lomonosow-Universität betreut. Bei besonderen Fragen, die deutsche Sprache betreffen, berät uns ein deutscher Muttersprachler, Kommunikationstrainer, Schauspieler und Hörbuchsprecher, unser Freund aus Deutschland. Wir dürfen an dieser Stelle sagen, dass uns durchaus gefällt, was wir tun. Und wir hoffen, dass es unseren Zuschauern ebenso ergehen möge.